Und wie kalt ist das? So. So kalt, Alter. Wo sind wir eigentlich? Wo wir sind? Ja. In Kloster Schönhardt. Wo liegt das? Hohenlohe, glaube ich. Hohenlohe. Ich sag hi. Wir sind auf dem Kloster irgendwo in Deutschland. Der Name ist sehr, sehr komisch. Frage an euch, wieso hat Deutschland so komische Namen, die man nie merken kann? Ja, zum Kloster gehen. Und ich habe ein Haar. Da. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Wieder hallo, wir waren gerade ein bisschen schwimmen, ein bisschen Seilspringen, ein bisschen alles mögliche machen. Oh, meine Kräfte sind so zu Ende, dass ich die Kamera nicht mehr halten kann. Wie ihr seht, hinter mir ist immer noch ein bisschen Action. Jetzt erstmal ein bisschen chillen und das Wetter genießen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß euren Tag und hattet Spaß. Hängt davon ab, wann ihr das Video seht. Ja, also ich leiste den Jungs gleich Gesellschaft und bin dann gespannt, was sie heute alles dann noch erleben. Bis dann! Also wir haben entschlossen, dass Pommes immer am besten schmecken. Pommes ist das beste Essen. Also ich finde Kartoffeln sind auch die Kartoffeln. Ja, war viel, viel. Ja, nee, was? Hast du was auf meiner Haare? Da wo der Arm. Das tut weh, das tut weh. Das hat echt, das hat. Können wir nochmal? Nein, das reicht. Also jetzt gehen wir zum Kloster. Ich versuche so ein geiles, richtig cinematisches Dingsbums zu machen. Mal schauen, wie das sein wird. Ich zeige es euch jetzt. Kameras, die Bilder machen und Videos drehen, ich weiß, langweilig, tut ja jeder. Wieso können die Leute nicht einfach ihre Geräte auf die Seite tun und einfach das genießen? Und ich habe was auf der Nase. Was habe ich auf der Nase? Kannst du sehen, was ich auf der Nase habe? Oh, was für ein Garten. Warte, bleib sitzen, ich haus weg. Hautschuppe. Hautschuppe. Achso. Ich habe gedacht, das wäre so ein...
kleines Tier oder so. Schade. Schmetterling. Was machst du? Ich versuche eine Hummel zu fotografieren oder eine Biene, aber die sind zu schnell. Du bist zu langsam. Ich bin zu langsam. Ja, eins von beiden. Man weiß es nicht. Du musst ein bisschen Red Bull trinken. Das ist Red Bull verleiht. Dann muss ich sie nicht mehr fotografieren, dann fliege ich einfach über die Mauer. Und plötzlich sind wir in ganz andere Location, immer noch im gleichen Ort. Wir haben gerade, da hinten ist so ein Workshop, Schloss Werkstatt, was hier im Ort gibt. Und ein junger Herr hat uns da erzählt, was die da genau machen. Also da kommen von Schulen, also 12, 13-Jährige hier. Die machen so einen Workshop, Holzarbeiten und so alles, was man von in einer Werkstatt machen kann. Und danach, das ist lustig, also das ist jetzt ein Wald hier gleich daneben und die nehmen dann, also die machen so einen Workshop, wie man halt eine Karte lesen kann mit einem Kompass und alles. Und dann setzen die Leute im Wald und wir mussten alleine hier zurückfinden. Und okay, wenn man erwachsen ist, ist es vielleicht nicht so scary, aber ich stelle mir vor, als 12-Jährige ist es halt schon ein bisschen scary, weil du hast keine Ahnung, was da alles los ist und was auf dich zukommt. Komm mal rauf! Fuck, Leute, das ist fast krass. Vielleicht reißt es ab. Und Schaukeln, Abschnitt, ich weiß nicht, irgendwie, ja, wir erkunden jetzt weiter und wir haben gleich hier einen Feuerplatz gefunden. Neben dem Kinderplatz, Kinderspielplatz. Was will man mehr? Ein Kloster, Feuerplatz, ein Werkstatt. Wir können gleich hier einziehen. Brauchst nur ein paar Tiere, damit du Essen hast und dann ist alles erledigt. Sogar Wein haben die hier, also trinken Alkohol, Bier. Schaut euch diese Fenster an, ich habe es sehr klar euch gezeigt. Die haben gerade festgestellt, dass falls man in Stuttgart wohnt, ist es wahrscheinlicher, dass ein Fenster davon mehr Quadratmeter hat als deine Wohnung. Ja, es ist möglich, wenn man in Stuttgart wohnt. Wow! Okay, also wir sind wieder zurück am Auto. Wir laden und wir fahren zurück nach Hause. Wir sind alle müde, glaube ich. Wir haben noch ein paar Fotos gemacht und ein bisschen Frisbee gespielt und jetzt wird im Auto wahrscheinlich geschlafen. Frisbee, frische Bier. Ich